Welche Symptome können auftreten bei einer möglichen Vergiftung Ihres Hundes? Bleiben Sie dran, dazu gleich mehr. Eine Vergiftung ist in jedem Fall mit Schmerzen verbunden. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass Ihr Hund stark hechelt. Die Gifte greifen die Schleimhäute an. Sie führen zu Erbrechen, können zu Erbrechen führen. Das Erbrechen, was dann Ihr Hund erbrochen hat, das ist oft schaumig. Es kann Blut im Urin sein, Blut im Kot. Es kann zu Durchfall kommen. Ihr Hund kann möglicherweise zittern. Er hat Krämpfe, ist bewusstlos, hat einen beschleunigten Herzschlag. Die Temperatur geht allmählich runter. Er ist unruhig. Die eingesetzten Gifte sind ja größtenteils Nervengifte. Also es kann auch zu Lähmungserscheinungen kommen. Aber wenn diese Symptome nicht auftreten, ist das auch nicht zwangsläufig ein Hinweis, dass Ihr Hund kein Gift geschluckt hat. Gerade bei Rattengift kann die Reaktion ja nun sehr verzögert auftreten, sehr zeitversetzt. Und es kommt ja dann auch immer auf die Dosis an. Also zum Beispiel, wenn Ihr Hund jetzt Blaukorn, also chemischen Dünger, gefressen haben sollte, dann macht ja eben auch die Dosis das Gift. Was auch passieren kann, ist, dass er sich in eine sogenannte Gebetsstellung begibt. Das bedeutet, er kauert mit den Vorderläufen, also bis zum Ellenbogen auf dem Boden, drückt womöglich auch noch den Brustkorb nach unten, dann aber der Bauchraum geht in die Höhe. Also er steht mit den Hinterbeinen auf dem Boden, Hüfte eben entsprechend auch dann in der Höhe. Also er vermeidet den Kontakt vom Bauch zu Boden. Also er vermeidet, dass auf den Bauchraum überhaupt Druck in jeglicher Form ausgeübt wird. Und das ist ein Hinweis für sehr starke Schmerzen. Natürlich ist diese Haltung auch bekannt, wenn Ihr Hund Sie zum Spielen auffordern möchte. Aber das sehen Sie natürlich, da ist er nun ganz anders drauf. Bei dieser Gebetsstellung, da kann man von einer Vergiftung ausgehen, aber auch Probleme überhaupt insgesamt im Bauchraum sind möglich. Das heißt, es kann ein Darmverschluss sein, es kann eben eine Magendrehung sein, Vergiftung oder auch Probleme mit den Nieren. Aber das ist wirklich ein Hinweis auf ganz starke Schmerzen. Das kriegen Sie nicht in Alleinregie hin. Also bitte den Hund praktisch unter den Arm nehmen, sofort vorsichtig ins Auto und ab in die nächste Tierklinik. Und parallel ist natürlich immer empfehlenswert, dann jemanden dabei zu haben, der dann schon mal parallel in der Tierklinik anruft.